Schwitzen gegen den Vuskovic-Schock. In der Hamburger Vormittagssonne bereiten sich die Rothosen auf das Duell gegen Aufsteiger Preußen Münster vor. Bei Profis und Fans gleichermaßen präsent die lange Dopingsperre für Verteidiger Mario Vuskovic. Die Art und Weise, wie die ganze Dopingprobe genommen wurde, wie das ganze Verfahren gelaufen ist, finde ich eine absolute Sauerei. Ich finde das ziemlich hart. Ich finde, 2 Jahre hätten völlig ausgereicht. Im Duell mit Aufsteigern und vermeintlich schwächeren Mannschaften tut sich der HSV in der zweiten Bundesliga mitunter schwer. Gerade gegen die sogenannten kleinen Teams haben die Hamburger in der Vergangenheit wichtige Punkte für den Aufstieg verspielt. Ich würde von einem sehr schweren Gegner reden, aber von einem Gegner, wo wir natürlich zu Hause gewinnen wollen. Das steht außer Frage. Aber da müssen wir natürlich ein gutes Spiel machen und vor allen Dingen ein besseres Spiel oder in vielen Situationen besser spielen als in Hannover. Der neue Hoffnungsträger im Volkspark heißt Marco Richter. Der Offensiv-Allrounder kommt für 1 Jahr auf Leihbasis von Erstligist Mainz 05. Gegen Preußen Münster könnte der 26-Jährige bereits sein Debüt feiern. Sehr gut im Training, sehr gut im Saft, hat eine komplette Vorbereitung gespielt. Ein Spieler, der wenig verletzt war und dem es einfach an, wenn man überhaupt sagt, was fehlt, ist es Spielpraxis. Und das aber auch nur in den letzten Wochen, weil die Vorbereitung hat er komplett mitgemacht. Und deswegen gehen wir davon aus, dass wir ihn relativ schnell integrieren können. Marco Richter soll nicht der letzte Neuzugang des Sommers sein. Einen Ersatz für den gesperrten Mario Vuskovic und eine weitere Offensivalternative stehen auf der HSV-Liste. Morgen um 18 Uhr schließt das Transferfenster. Das wird einer der spannendsten Tage. Erstmal für jeden Fußballfan und für den Trainer vielleicht die ein oder andere Situation zum Schmunzeln. Aber wie gesagt, auf den Tag sollte man sich freuen. Mit Spannung erwartet und wir werden mal sehen, was bis 18 Uhr noch passiert. Die Bundesliga-Gründungsmitglieder HSV und Preußen Münster treffen Sonnabend erstmals seit 60 Jahren in einem Pfichtspiel wieder aufeinander. Anpfiff im Volksparkstadion ist um 13 Uhr.